5249 Entlassungen. Wir eben bedeuten, dass jeder Zweite gehen müsste. Wenn man dazu weiß, dass knapp die Hälfte der Belegschaft dieses Werksbereiches 40 Jahre und älter ist, dann müssen alle, ich betone alle, die hier Verantwortung tragen, angefangen beim VW-Vorstand, Aufsichtsrat, Bundes- und Landesregierung, begreifen, welche Katastrophe in diesem Werksbereich und in der gesamten Region eintreten würde. Niemand kann in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung verhindern, dass Menschen die Manövriermasse unternehmerischer Politik sind. Nicht der Mensch, sondern der Profit ist Maßstab allen Handelns. Wenn man hier dieses Werk halbieren will, wenn man dieses Werk kaputt wird, macht, dann wird man in einem halben Jahr oder in einem Jahr feststellen, dass das, was man hier gemacht hat, die Probleme des VW-Konzerns nicht gelöst hat. Denn die Probleme, sollen hier auf dem Rücken unserer Arbeitnehmer ausgetragen werden. Aber das löst die Probleme des Volkswagenwerkes, das löst die Probleme von Wolfsburg nicht. Und deshalb verlangen wir, dass Audi NSU Neckarsulm bleiben muss.